Ja, liebe Frau Griefahn, lieber Herr Jansen, liebes C2C-Team, sage ich mal. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Liste an Menschen, die ich noch begrüßen sollte. Das werde ich jetzt, nachdem ich gehört habe, dass hier der Raum voll ist von Prominenz, natürlich jetzt nicht machen, sondern erlauben Sie mir, dass ich einfach sage, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier dabei sein kann bei der Eröffnung dieses wirklich wegweisenden Projektes, dass ich das mit Ihnen feiern kann. Sie haben es gesagt, als wir letztens hier waren, noch im Mai, war es hier eine Baustelle und man hat wirklich doch einige Fantasie gebraucht, um sich vorstellen zu können, wie es denn im fertigen Zustand aussieht. Insofern, Sie haben hier auf einem, ich glaube 400 Quadratmeter sind es, hier war eine, was ich damals gelernt habe, eine Apotheke drin, etwas geschaffen, ich sag mal von einer Idee, sie zu materialisieren, Cradle to Cradle. Sie haben es gesagt, es ist meines Erachtens eins der ersten Projekte, die ich sage mal, eine Bestandssanierung erfahren haben, nach diesem Konzept nur wieder verwertbare Materialien zu verwenden. Und insofern ist es natürlich ein Ort, der beispielhaft ist. Aber Sie haben es nicht alleine gemacht, sondern weil die Idee so überzeugend ist, weil die Idee so gut ist, haben Sie natürlich auch viele Unterstützer aus der Wirtschaft, aus anderen Netzwerken und Initiativen. Und das, glaube ich, spricht unglaublich auch für Ihr Projekt. Weil alleine machen können viele, aber andere gewinnen von der Idee. Das ist natürlich noch mal viel schwieriger und dazu auch meinen Glückwunsch. Sie haben hier in Berlin, und deshalb bin ich auch wirklich sehr gerne gekommen, hier einen Leuchtturm geschaffen. Einen Leuchtturm, der weit über Berlin hinausstrahlen wird. Das ist zumindest meine Erwartung. Und weil hier hinter den Kulissen es genauso nachhaltig ist wie vor den Kulissen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Wahrheit ist doch, und ich gucke Sie jetzt mal alle so an, dass keine Generation hat die Erde so zerstört wie unsere. Ich sage jetzt mal unsere Menschen um die 50. Keine Generation hat jemals ihren Kindern die Erde in einen so verheerenden Zustand übergeben, wie wir das tun. Und insofern muss man, glaube ich, uns zugutehalten. Wir waren auch auf der Suche nach Lösungen. Es ist uns in einigen Feldern geglückt, wie beispielsweise bei den erneuerbaren Energien. Da haben wir in der Tat etwas Neues geschaffen. Wir sind weg von fossilen Energieträgern jetzt oder von Nuklearenergie zu erneuerbaren Energien. Aber eigentlich hätten wir das doch in allen Feldern machen müssen. Und deshalb sieht die Erde so aus, wie sie aussieht, nämlich elend. Man sieht es an der dramatischen Verschmutzung der Meere, der Böden und der Wälder. Und denn wir haben in unserem ganzen Wirtschaften Restriktionen gesehen. Aber die Restriktionen bezogen sich auf Zeitpläne, auf Budgets, rechtliche Rahmenbedingungen. Aber das, was Sie ins Zentrum stellen, nämlich, dass die Ressource ein ernstzunehmendes, knappes Gut ist. Das haben wir, obwohl, glaube ich, der Wille bei vielen da war, nicht so gemacht, wie wir es hätten machen sollen. Und insofern, es wäre nötig gewesen, dass das Prinzip erneuerbar von Anfang an mitgedacht wird, dass wir die Materialien nicht nur einmal verwenden, jetzt, dafür für die besondere Verschwendung steht ja der Kaffeebecher, sondern dass wir es 2, 3, 4 immer wieder verwenden. Und was wir versäumt haben, machen Sie jetzt. Das heißt, einerseits ist es natürlich für unsere Generation auch bitter, dass wir es so gemacht haben, aber andererseits gibt es mir auch Hoffnung. Sie schauen unserem Treiben, was wir gemacht haben, nicht so zu, nicht passiv, sondern sagen, nein, wir wollen es anders machen. Und das ist, glaube ich, das, was hier auch so motivierend ist.
Denn sehr geehrte Damen und Herren, Cradle to Cradle ist ja das Gegenteil von Verschwendung. Und wenn wir über Wirtschaften sprechen, sprechen wir einerseits natürlich über Ressourcenverbrauch. Wir reden aber auch über Respekt vor dem Wert von Dingen, Respekt für die Energie, für die Rohstoffe, die da eingeflossen sind. Und Kreislaufwirtschaft ist genau die zentrale Idee, das umzusetzen. Und deshalb geht es jetzt darum, mit Ressourcen sorgfältig umzugehen. Es geht darum, dass wir anders wirtschaften, dass wir wegkommen von dem, was wir jetzt in der Klimakrise sehen. Das ist, glaube ich, jetzt in aller Munde. Es ist ja das Symbol dafür, für die Übernutzung, in dem Sinne Übernutzung der Atmosphäre. Kreislaufwirtschaft, das möchte ich nochmal sagen, auch meine Senatsverwaltung, für das ist ein wichtiges Gut. Wir haben auch angefangen, viel mehr Kreislaufwirtschaft zu versuchen umzusetzen, gerade wenn wir sanieren, gerade wenn wir Fenster ausbauen, dass wir Materialien verwenden, die wir wieder einsetzen können. Wir haben neue Richtlinien erlassen, dass Kreislaufwirtschaft natürlich sehr viel mehr ins allgemeine Denken reinkommen muss, als es augenblicklich der Fall ist. Und insofern ist das Ziel, was wir in Berlin haben, zu einer Zero-Waste-Stadt zu machen, genau das, was hier anschlussfähig ist. Und insofern möchte ich mich für Ihre Initiative bedanken. Ich möchte mich für Ihren Mut bedanken, für das, dass Sie Berlin das hier schenken. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, weil ich glaube, dass da sehr viel zusammengeht. Wenn Sie was von mir brauchen, ich bin da, rufen Sie mich an. Ich wünsche Ihnen alles Glück und hoffe auf intensive Gespräche und dass alles gelingt, was Sie sich vorstellen. Vielen Dank.